Der Abend wurde angekündigt als Norman Mailer versus. Ich muss sagen, nur über meine Leiche, weil ich bin vielleicht schon eitel, aber nicht so eitel, dass ich denke, dass es ein Mann mit vier Frauen aufnehmen kann. Was wichtig ist, ist, dass diese Welt sich ändert und dass wir Frauen aufwachen sollten und erkennen müssen, dass wir das Recht und die Pflicht haben, diese Gesellschaft zu regieren, die aktuell noch uns regiert. Könnte es sein, dass der, den wir als kreativen Künstler in unserer Gesellschaft akzeptieren, vielleicht eher Killer als Schöpfer ist? Nun, ich bin mir nicht so sicher, dass ich den Feind meines Geschlechts benennen kann. Aber, und das ist ein großes Aber, ich bin auch nicht geneigt, mich jedweder Attacke anzuschließen, wenn diese Angriffe darauf abzielen, unsere derzeitige sexuelle Kultur zu bewahren. Ich bin eine Frau und deshalb lesbisch. Ich bin eine Frau, die eine Lesbe ist, weil ich eine Frau bin. Ich bezeichne mich immer ganz selbstverständlich als Feministin, weil ich, ohne dass ich das wahnsinnig doll hinterfrage für mich, weil ich irgendwie denke, das ist ja klar. Klar sind wir alle für Gleichberechtigung und alles, aber ich finde trotzdem, dass die Strukturen da oft genauso sind wie in diesem scheiß Patriarchat gegen das ich total bin. Aber ich glaube nicht, dass es besser wäre, wenn eine Frau viel Macht hätte. Die Freiheit der anderen, in dem Fall jetzt der Frauen, ja, kann natürlich nur dadurch geschaffen werden, wenn auch Platz dafür da ist. Und deshalb muss man logischerweise an der einen Stelle ein bisschen was abgeben, damit andere Leute da ihren Platz finden können und ihre Freiheit ausleben können. Ich sehe Susan Sontag. Das ist schön.